Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nico Santos Box von Nico Santos. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nico Santos von Nico Santos, das Ganze am 8. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album von Nico Santos. Das Album trägt den gleichen Namen wie auch der Künstler. Wir haben hier eine Box und bevor wir die Folie abmachen, werden wir uns erstmal hier diesen Sticker ansehen. Und zwar lesen wir hier limitierte Fanbox, das neue Album inklusive der Hits Better mit Lena, Play with Fire und Like I Love You mit Topic. 11 neue Songs inklusive neuer Duettversionen von Rooftop, Unforgettable und Afterparty, unter anderem mit Alvaro Sola. DVD, Live in Cologne 2019, exklusives T-Shirt und limitierter Early Access Tourpass. Ja, also das alles erwartet uns hier in der Box. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir hier hinein. So sieht die Box dann ohne Folie aus. Also hier oben haben wir den Schriftzug Nico Santos in Gelb. Die Box ansonsten in Schwarz bzw. Grau gehalten. Hier dann ein Foto des Interpreten. Und dann haben wir hier noch die Labels, die Beteiligten. Auf der Unterseite in diesem Schwarz-Grau, das zieht sich hier von der Optik so durch. Links der gelbe Schriftzug. Und auf der Unterseite auch ganz schlicht gehalten, hier einfach die Labels und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Eine Clubbox. Als erstes haben wir hier das Shirt. Dann haben wir hier ein Schlüsselband oder ein Band für den Tourpass. Der Fanpass, der Nico Santos Fanpass. Live in Cologne 2019. Und natürlich das Album an sich, Nico Santos. So, die Box ist leer, von innen weiß. Machen wir mal wieder zu. Und nachdem das Album hier noch in Folie ist, holen wir das hier mal raus. Und schauen uns an, was wir hier drinnen haben. Auf dem Album auch wieder der Sticker. Den kennen wir ja schon von der Box. Also hier wird einfach nochmal kurz erläutert, was man hier auf diesem Album so für Tracks dabei hat, was einen hier erwartet, was für Hits da drauf sind, beziehungsweise was für Features. So, also so sieht das aus. Ein reguläres Jewel Case. Das Cover ist das, das wir schon von der Box kennen. Auf der Seite Nico Santos. Und auf der Rückseite haben wir ihn auch nochmal abgebildet in Schwarz und Weiß. Die Tracklist umfasst insgesamt 14 Tracks, 3 Bonustracks sind dabei und wir haben hier Features unter anderem von Lena und Topic und auch Cool Savage. Diverse andere auch noch dabei, die Beteiligten und ein Barcode. Das Album gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, also ohne die Box. Hier einfach das Album an sich, kann man natürlich auch erwerben. Dann haben wir hier die CD in Gelb und Rot. So sieht die aus, dahinter in Schwarz. Und dann kommen wir mal zum Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier die einzelnen Tracks mit den kompletten Lyrics abgedruckt, wunderbar. Dann ein Foto von Nico Santos. Weitere Lyrics, weitere Texte, weitere Fotos. Und so zieht sich das jetzt durch. Also, jede Menge Text und immer das Ganze auch noch mit Fotos. Dann haben wir die Credits zu den einzelnen Tracks, nochmal hier detailliert. Dann eine umfangreiche Danksagung und so sieht das aus. Ja, das war das Booklet. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und kommen zur nächsten CD.
Das ist diese hier, Nico Santos live in Cologne 2019, also live in Köln 2019. Auf der Rückseite hier ein Foto der Bühne, also so hat es damals ausgesehen mit dem Konzert. Und wir haben hier nochmals 17 Tracks mit drauf. Diese gab es meines Wissens wirklich nur in der Box. Und hier haben wir dann die DVD. Also das Live-Album, der Live-Auftritt hier auf DVD festgehalten. Und die kommt hier in einer Papphülle. So, was haben wir noch? Wir haben ein Shirt mit dabei. Ein T-Shirt. Dieses Shirt ist auch wieder in Schwarz gehalten. Und ähnlich wie auch schon das Artwork. Also bedeutet, wir haben hier wieder diesen gelben Nico Santos Schriftzug. Der ist in diesem Fall etwas kleiner und hier links auf der Brust angebracht. Auf der Rückseite haben wir nichts weiter, also wirklich blank schwarz von hinten. Das Shirt kommt in der Größe L. Die Größe konnte man sich nicht frei auswählen, das war wirklich eine Einheitsgröße, die für alle Boxen gleich war. Und wir haben es mit einem, was haben wir hier, einem Continental Shirt zu tun. Und das Ganze ist 100, nein, wo haben wir es denn? Wollte ich schon sagen, 100% Baumwolle, aber genau hier muss man nochmal aufmachen im Zettel. Also, hier haben wir Fair Wear Foundation, 100% Baumwolle und das Ganze ist, hier steht es, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen und dann kommen wir zu den letzten beiden Inhalten, die mehr oder weniger zusammengehören. Und zwar haben wir hier diesen Pass inklusive des Bands. Also hier ein schwarz-gelbes Schlüsselband. Das ist hier beidseitig bedruckt, also sowohl innen als auch außen hier mit dem Nico Santos Schriftzug. Und das Ganze hier mit einem schwarzen Karabiner. Der Karabiner ist natürlich aus Metall, allerdings eben nicht silber, sondern so schwarz eingefärbt. Beziehungsweise... Oh ja doch, dürfte Metall sein. Und dann haben wir hier den Fanpass. Live on Tour 2020 Nico Santos Fanpass. Und auf der Rückseite lesen wir hier. Fanpass Herbsttournee 2020. Der Nico Santos Fanpass berechtigt den Passbesitzer, die Konzerthalle ca. 10 bis 15 Minuten vor dem offiziellen Einlass über einen separierten Eingangsbereich zu betreten. Der Nico Santos Fanpass ist gültig für den Besitzer und eine Begleitperson. Voraussetzung für den Nico Santos Fanpass Sonderzugang. Beide Personen müssen jeweils ein gültiges Nico Santos Konzertticket für das betreffende Konzert der Hallentournee 2020 vorweisen können. Okay, also ich glaube, das ist selbstverständlich. Bedeutet, wenn ihr auf die Tour geht von Nico Santos, bei irgendeinem Tourdate dabei seid, und ihr habt diesen Fanpass, dann könnt ihr Soundbegleitung da früher rein und auch separat rein. Das heißt, ihr müsst da nicht so anstehen wie die meisten. Das Ganze kann man dann hier wunderbar einhängen und dann kann man das hier mit diesem Band hier um den Hals tragen. Jawohl. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Fanpass, dieser Early Access, Early Eintrittspass inklusive Schlüsselband. Dann haben wir das T-Shirt in der Größe L in Schwarz. Die DVD Live in Cologne 2019, die kommt hier in der Papphülle mit insgesamt 17 Nummern. Und natürlich das Album an sich, Nico Santos im Jewel Case mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Nico Santos von Nico Santos. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nico Santos unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.